Weiter geht's mit meinem absoluten aktuellen Lieblingsspiel und zwar Super Mario Go. Das Spiel hat mich ja im ersten Part direkt komplett umgehauen. Also ich fand das Spiel wirklich großartig. Jetzt wollen wir mal schauen, ob der Hype bleibt. Der Hype ist vorbei. Nee, Spaß. Oh Mann, das war jetzt schon mal ein ziemlich dummer Fail. Weil da habe ich das Spiel auch schon runtergeladen. Ich schau mal ganz kurz. Ich hol's mir. Super Dance World. Scheint auch nicht schlecht zu sein. Also. Aber Super Mario Go. Ich weiß nicht, ob das einer schlagen kann. Klar, hinten werden die Schweine fett. Das heißt, wir werden erst in den späteren Welten sehen, wie gut das Spiel wirklich ist. Aber die erste Welt überzeugt für mich total. Und das habe ich bei Bobby's World oder Machino Go nicht so gehabt, in der Art und Weise. Oder Bino Go oder was wir noch alles gespielt haben. Dass die erste Welt mir so großen Spaß gemacht hat, weil die waren meistens teilweise etwas langweilig. So, wir haben schon wieder 2 Sterne und oh, war das knapp. Übrigens ist dieses Spiel gerade mal 3 Wochen alt. Also, ich glaube 3 Wochen. Der Trailer kam vor 3 Wochen raus. Das Spiel ist noch völlig neu. Und ganz ehrlich, liebe Hersteller, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dieses Spiel spielen zu können. Und ich mache gerne für euch Werbung. Sehr, sehr gerne. Also mir macht es wirklich großen Spaß, dieses Spiel zu Let's Playen. Und ja. Ich weiß nicht, ob ihr auf dieses Video stoßen werdet, aber würde mich freuen, wenn ihr euch drüber freut. Also, ja, ich spiele dieses Spiel sehr, sehr gerne. So, also, wir machen jetzt den nächsten Level, und zwar Level 14. Oh, wir sind Feuerblumen, Marius. So, Mardino. Feuer, Mardino. So, da. Oh! Was haben wir denn da oben? Yes! 2. Stern. Nein! Ja, da. Ja, okay, ich fehl gerade relativ häufig. Aber gerade finde ich das Spiel auch gar nicht mehr so einfach, wenn ich ehrlich bin. Es wird schwerer. Was auch gut ist. Was gut ist, ja. Wir schaffen es ja trotzdem in die zweite Welt. Auch mit Schwierigkeit. Boah, Alter, jetzt hast du doch mal gefailt. Okay. Boah. So, 2. Stern. So, wo ist der 3.? Ich denke mal, der kommt noch. Ja, da ist er. Bisschen schade, dass die Level so kurz sind, aber dadurch kommen wir auch schnell voran. Vielleicht ist es auch nur. Aber es sind ja so viele Level, also ganz ehrlich, da ist die Länge der Level vollkommen okay. Dass die so kurz sind. Das sind kleine, kurzige, knackige Level. Also, es macht schon Spaß. Es ist schon richtig, richtig cool gemacht. Das muss man einfach mal so sagen. Oha, wie sieht denn das schon wieder aus? Dödle. Okay, wieder gefailt. Meine Leistung ist aktuell in diesem Part aber auch wirklich schlecht. Muss ich einfach mal so knallhart sagen, meine Leistung ist furchtbar. Aber das macht überhaupt nichts aus. Ganz im Gegenteil, wir sind zufrieden. Es lebe die Freiheit. Oh! Mario ist lasst Peach frei, meine ich. Peach. Die heißt wahrscheinlich, keine Ahnung, wie die heißt in dem Spiel. Gibt's die überhaupt? Ich hab die Story nicht geschaut. Keine Ahnung. Oh Gott, 2. Stern.
Und wir haben einen verpasst. Ha, wo ist der letzte? Das Gute ist, dass man immer wieder zurückgehen kann. Ohne Probleme. Die Secrets sind teilweise schon... Ach, der ist vom Stachy gedeckt worden. Oh. War der im Video sichtbar? Ich habe ihn übersehen. Uff. Bloß nicht noch failen. Sehr gut. Ab zu Level 16. Garfield Rush, alles klar. Zeig ich mal her. Ah ja. Wie Subway Surfers habe ich den Eindruck. Und yeah, wieder ein Castle. Dum 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 dum. Ja, also das Spiel überzeugt weiterhin. Ich bin so auf die Wüstenwelt gespannt. Oh, ah, wieder ein schönes Secret. Wenn sie raffiniert sind, tun sie gleich hier den zweiten Stern hin. Nee. Kann man sich ducken? Nee, kann man nicht. Ja, das wird dumm. Aber egal, das passt schon so. Dum 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 dum. Da 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 da. Dum da 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 da. Oh. Dum dum da dum dum da da da. Der Level ist teilweise gar nicht so einfach. Wir haben wieder einen Stern verpasst. Zurückgehen ist hier tatsächlich riskant. Ja, Ja, ich hab's ja gemeint. Das ist riskant. Ach, Mann. So. Es ist riskant, ja. Ach, da ist der... Ach, der Stern, den habe ich ja ganz übersehen. Wir hätten ganz zum Beginn des Levels zurück müssen. Na, war es vielleicht gut, dass ich gefailt habe. Dum, 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 dum. So, wo ist der zweite? Ach, Mann! Ja, gerade habe ich ein bisschen Probleme, das muss ich zugeben. Fails über Fails. Ja. Eieiei. Dum 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 dum. So, her damit. Sega. So. Klappt's jetzt vielleicht? Bester Versuch bislang. Ja, wir sind durch. Nein! Ey, ich faile in Level 16 total. Ich krieg das Level nicht hin. Müsst ihr ja nicht verstehen, ne? Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Okay, come on. Also die Fails waren teilweise total unnötig. Also ganze... Boah! Ich finde den Level gar nicht so einfach, muss ich sagen. Der ist schon... Hat Fail-Potenzial. Doch, doch. Boah, ey. Okay, durch. Ja, wenn ich jetzt am Ende wieder runtergefahren wäre, dann... Aber zum Glück nicht. Level 17. Among Us? Among Us, natürlich. Cool. Okay. So ein Among Us-Ball. Okay, Level 17. Ich glaube, wir sind bald mit der ersten Welt durch. Ich hätte Bock, die erste Welt in diesem
Part noch durchzuzocken. Oder vielleicht den dritten Part mal schauen. Wir sind ja jetzt schon wieder... Oh! Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, muss ich sagen. Gut, ey, den hätte ich fast übersehen jetzt. Also, wenn ich da jetzt nicht reingelaufen wäre, hätte ich den definitiv übersehen. Puh, ey, Alter, die Secrets sind so geil in dem Spiel. Oh, ah, so kommen wir da hin. Ey, das ist so cool. Normalerweise gibt es das ja nur in Castles bei Mario Brothers, dass es so unsichtbare Wände gibt. Aber hier ist das dauerhafte Fall. Das finde ich auch besser, ehrlich gesagt. So, der Level war machbar. Aber ein paar Secrets, die echt cool waren. Also ganz ehrlich, auch den Level muss ich loben. Also es ist schon geil. Es ist schon richtig geil. Es ist schon genial. Es ist schon ein tolles Spiel. Wir machen noch einen Level. Level 18. Das sind lauter Mancha. Also schwarze Pflanzen halt, ja. Was jetzt nicht ernsthaft passiert, ist immer wieder klein und... Ha, das ist schade, dass man bei einem Gegentreffer direkt klein wird. Ja, warum ist das so? Aber was soll's, ist nicht so schlimm. So, come on. Diddle-a-dum, diddle-a-dum. Come on jetzt, durch da. Es ist ein schwerer Level, muss ich schon sagen. Also hier hätte ich auch einige Probleme. Aber bitte gib mir einen Pilz. Alter Junge. Willst du mir doch jetzt nicht antun. Also die Schwierigkeit steigt kontinuierlich an. Das muss ich sagen. Wird das in Welt 2 oder 3 oder 4 oder 5? Es sind 8 Welten, Digga. Oh. Da werde ich noch Probleme kriegen. Oh. Das kann lustig werden. Die Level werden langsam auch ein bisschen länger, habe ich den Eindruck. Also es ist bei weitem nicht mehr so leicht wie am Anfang, wo ich wirklich durchmarschiert bin durch die Level. Das ist jetzt schon im zweiten Part so Probleme gibt, hätte ich nicht gedacht. Also das ist krass. Das ist Wahnsinn. Oh, der stirbt dadurch. Okay, durch die schwarze Pflanze. Sehr gut. Nein! Leute, ich probiere es im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao.